Mensch, und da kommen wir von der inneren Heilung ja zur inneren Stärke. Die nächste Frau würde sagen, die innere Stärke allein reicht nicht aus. Man kommt von der inneren Stärke zur äußeren Schönheit. Ich darf betonen, beides hat sie gerade mit aufs Sofa gebracht. Ich freue mich auf Sie, Inoka Schopp. Grüezi, Hermann. Wenn ich jetzt so ein Grüezi höre aus meiner Heimat, dann ist die Welt in Ordnung. Grüezi aus der Schweiz, ja. Sag mal, wir haben ja nur ein paar Minuten, aber deine Lebensgeschichte ist ja sensationell. Kriegen wir die in Kurzform hin? Ich hoffe es. Also bei mir geht es ja darum, um die Adoption. Ich wurde illegal adoptiert von einem holländischen Ehepaar. Ja. Als ich dann 4 war, dann stand ich mal ganz wütend in der Küche und habe nur so gesagt, ihr habt mich gestohlen zu meiner Adoptivmutter, die natürlich erschrak und hat dann gesagt, nein, es ist alles super gegangen. Über die Jahre von der Entwicklung her, von meiner Persönlichkeit wurde mir wirklich dann bewusst, auch das Innere, wer bin ich, von wo komme ich überhaupt, was ist überhaupt passiert, habe ich mich dann auf den Weg gemacht mit meinen Adoptivpapieren, die ich habe, die Reise gestartet und bin dann mal nach Sri Lanka gegangen und habe dann da war ich 24, stand ich dann in Sri Lanka vor den Behörden und habe dann gefragt, hey, wo ist meine Mutter? Und das war dann ganz schlimm. Die haben dann mich so weggewunken und das war dann wirklich traumatisch für mich. Aber ich habe dann die Mutter dafür gefunden zum Ayurveda. Und das war das Schöne, das war der Beginn von einer Reise, von einer inneren Heilung. Und dort habe ich sehr viel gelernt. Ich habe dann das studiert, die indische Wissenschaft, also das Ayurveda, das Wissen vom Leben, was ich sehr, sehr dankbar bin und ziehe das auch jetzt heute in meinem Leben mit meinen Klienten. In meinen Referaten spreche ich darüber, auch jetzt auf der Bühne. Und möchte wirklich meine Leute darin stärken, dass es wirklich auch noch eine andere Methode gibt von Heilung. Also ich komme ja von der Schulmedizin, das habe ich alles studiert und möchte ich jetzt den Tellerrand öffnen von Glück und innere Stärke und zur äußeren Schönheit dein Charisma zu finden mit dem Ayurveda. Also du bist mit allen dreien gesegnet, das darf ich dir sagen. Aber ich glaube auch mit Ayurveda ist ja eine der meist unterschätzten Methoden, glaube ich. Ja, also das älteste Wissen schlechthin über die Lehre des Lebens. Ja, das ist leider so. Ich habe jahrelang auch nicht daran geglaubt, aber ich habe es immer wieder ausprobiert und ich kann jetzt das wirklich sagen, dass ich sehr vielen Leuten geholfen habe, die innere Stärke, einen anderen Mindset mitzugeben und so. Und mein ganz großes Herzensprojekt ist ja die Sambol Foundation für die gewaltbetroffenen Frauen in Sri Lanka. Mhm. Wir sind in der Schweiz, sind wir da angegliedert und dort möchte ich von hier aus, auch von Europa her, diese Stärke, die wir Frauen hier in Europa haben, auch runterbringen, wieder zurück. So das Glück, die innere Stärke, unsere Frauen auch dort unten so zu schulen, dass die nachher selbstständig sind, dass die ihre Kinder wieder alleine erziehen können und dass es nicht was Schlechtes ist. Ich spreche selbst als alleinerziehende Mutter. Dann weiß man, wie das für eine Schwierigkeit ist, auch hier im Westen wie dort unten. Ja. Und dort unten wahrscheinlich noch mehr. Ja, sehr klar. Ja, das ist so. Ja. Schönes Projekt. Sehr. Und ich weiß, mittlerweile sind nicht nur die Einzelpersonen, sondern auch die Wirtschaft auf dich aufmerksam geworden, weil du es ja selbst da auch schaffst, die Stärke zu entwickeln. Ja. Das ist so, ja. Ich möchte ja die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln, dass jeder ein bisschen eine Organisation noch dazu nimmt in Unternehmen, dort auch Unterstützung gibt. Ne? Mhm. Jeder soll irgendwie sein Herzensprojekt finden, auch in den Unternehmen. Das ist so Wünsche, die ich so habe. Also bei Herzensprojekt kriegst du ein Herzchen von mir. Ich sage ein dickes Dankeschön und Applaus nochmal an dich, liebe Vielen herzlichen Dank. Wow.